Der letzte österreichische Kaiser, Karl I., ist heute in Rom selig gesprochen worden. Papst Johannes Paul II. Hielt auf dem Petersplatz für den 1922 gestorbenen Monarchen die Messe ab. Sie galt auch weiteren vier Persönlichkeiten, unter ihnen die deutsche Nonne Anna Katharina Emmerich. Die Seligsprechung von Karl I. war unter anderem wegen seiner Rolle im Ersten Weltkrieg auf heftige Kritik gestoßen. Selten wohl hat es in Rom eine Seligsprechung gegeben, die derart von Kontroversen begleitet war wie diese. Dass der letzte österreichische Kaiser Karl I. unter reger Anteilnahme des europäischen Hochadels sowie zahlreicher Traditionsverbände zur Ehre der Altäre erhoben wurde, das stößt zu manchen in Österreich sauer auf. Denn der Habsburger Karl, so seine Kritiker, habe im Ersten Weltkrieg und danach politisch äußerst unglücklich agiert. Er hat die ungarische Monarchie noch einmal auferstehen lassen wollen und hat auf Kosten der deutschen Kriegspartner einen Separatfrieden hinter deren Rücken schließen wollen. Er war also falsch, er war historisch naiv. Mit der Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. Wurde hingegen kirchlich bestätigt, dass Karl I. trotz Fehler ein frommer Mann gewesen sei und ein gläubig vorbildliches Leben geführt habe. Es wird ja das ganze Leben eines Menschen beurteilt, nicht seine Erfolge oder Misserfolge. Und jeder Mensch macht sich ja Fehler, aber das Leben als Ganzes ist positiv zu bewerten gewesen. Die kirchliche Ehrung gelte nur der Lebensführung einer Person und nicht etwa einer Herrschaftsform, ergänzte der Vatikan. Und nun zum Sport. Neben der Rad-WM gibt es zwei Spiele in der Fußball-Bundesliga. Und dazu jetzt Gerhard Delling. Und da, meine Damen und Herren, hatte Bielefelds Trainer Uwe Rappolda heute ein leicht durchschaubares Spiel ausgemacht. Es ging gegen den Tabellenzweiten aus Stuttgart. Der VfB sollte das Spiel machen und bei uns, so Rappolda, muss dann ruckzuck die Post abgehen. Das hatte zuletzt auswärts zweimal so gut funktioniert, dass sich der Aufsteiger aus Bielefeld ruckzuck sogar auf Rang 6 wiederfand. Heute allerdings gab es einen gravierenden Unterschied. Die Arminia spielte daheim, noch dazu gegen die einzige Mannschaft, die noch überhaupt kein Spiel ruckzuck verloren hatte. Uwe Rappolda war mutig. Ruckzuck ein neuer Mann im Team. Finn Holsing, erstes Bundesligaspiel für den 21-Jährigen, kommt von den Amateuren. Die heimschwachen Bielefelder in den letzten Spielen zu Hause immer nur gegen 10 Gegner. Auch heute hätte es nach 30 Minuten Rot für Stranzel geben müssen. Es gab nicht einmal Gelb. Dann die 43. Minute. Markus Babbel mit der Führung und seinem ersten Saisontreffer. Peter Gabriel, der Pechvogel der Arminen. Bis dahin hatte der VfB keine echte Tormöglichkeit. Uwe Rappoldas Team besser, vor allem in der zweiten Hälfte. Die beste Chance für die Arminen zum Ausgleich hatte der Youngster Finn Holsing bei seinem Debüt nach einem starken Solo von Buckley. In der Nachspielzeit ein Konter des VfB. Kakao mit dem 2:0 Endstand für Stuttgart. Effektivstes Spiel. 3 Chancen, 2 Tore, glanzlos. Bochum hatte sich weit rausgewagt. Raus aus Bochum, raus aus Deutschland, rauf auf die europäische Fußballbühne. Aber eine einzige, ganz unglückliche Szene, noch dazu in der Nachspielzeit, hatte diese Gastrolle abrupt beendet. Keine Frage, der VfL leidet und fühlt sich krank. Und so sagt Spielmacher Darius Wosch, ein Sieg in Gelsenkirchen, das wäre die beste Medizin. Das aber wäre fatal für Schalkes Genesungsprozess, denn da hat man der Mannschaft gerade erst einen neuen Trainer verschrieben. Ralf Rangnick bei seiner Bundesliga-Premiere auf Schalke. Sein Auftragsziel ist der 5. Tabellenplatz. Und Schalke in Blau-Weiß gegen Bochum sofort mutig offensiv. Asamoah das 1:0 nach 10 Minuten. Der VfL Bochum wirkte verunsichert gegen entschlossene Gastgeber Kobiaschwili. Die 13. Minute das 2:0. Schalke mit einer klaren Linie, einem beeindruckend guten Asamoah und Lincoln mit dem 3. Tor für Königsblau. Nach 44 Minuten schien Rangnicks Einstand bereits geglückt. Die 2. Hälfte, Bochum jetzt mit mehr Initiative, der eingewechselte Misimovic nur noch 3:1, 50. Minute. Und eine Viertelstunde später Schalke wieder in Schwierigkeiten, Kalla mit dem Anschlusstreffer für Bochum. Danach sah Lincoln noch gelb-rot, aber es blieb beim 3:2 für Schalke und einem erfolgreichen Start für Ralf Rangnick. Wolfsburg ist die Nummer 1 der Liga. Stuttgart bleibt dran. Dann die Bayern, Bremen und Mainz. Schalke startet durch von Rang 16 auf 7. Hannover führt die 2. Tabellenhälfte an von 18 auf 10. Bielefeld auf Rang 11. Für Freiburg schlägt es 13. Dahinter Bochum. 16. Kaiserslautern vor dem HSV. Hansa Rostock auf Platz 18.
Nach Platz 3 bei der letzten WM vor 2 Jahren und Platz 4 bei den Olympischen Spielen in Athen fuhr Radprofi Erik Zabel heute frech wie Oscar auf Titelgewinn. Doch am Ende der Rad-WM in Italien ging Gold an den frechen Oscar. Und Oscar Freire, der Spanier, war nicht nur frech, sondern auch schnell. Zum 3. Mal bereits wurde er Weltmeister. Im Schatten der historischen Arena von Verona lieferten sich die Radprofis ein faszinierendes Schauspiel. Nicht die hoch eingeschätzten Bergspezialisten, sondern die Sprinter entschieden das Finale nach fast 7 Stunden im Rennsattel. Danilo Hondo hatte den Spurt vorbereitet und Erik Zabel damit die Siegchancen eröffnet. Aber auch die Spanier hatten mit Oscar Freire ihren schnellen Mann in Position gebracht. Aber ja, dann als Oscar dann freie Bahn hatte und ich auch, muss man ehrlich sagen, war er eben dieses Vorderrad vor mir im Ziel und das zählt. Bronze ging an den Italiener Luca Paolini. Die deutschen Radfahrer holten in dieser Woche insgesamt 6 Medaillen. Fulminantes Ende der DTM-Saison 2004 in Hockenheim. Der Sieger Bernd Schneider im Mercedes. Der DTM-Rekordmeister sicherte sich durch dieses Überholmanöver vorbei an Martin Tomczyk den 1. Sieg dieser Saison. Vor über 80.000 Zuschauern wurde Tomczyk im Audi Zweiter, 3. Mercedes-Pilot Gary Paffett, dadurch auch 2. in der Gesamtwertung. Als DTM-Meister 2004 stand Matthias Ekström bereits fest. Und wie es jetzt weitergeht, steht auch fest mit Jan Hofer. Die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 4. Oktober. Zu Beginn der neuen Woche strömt warme Luft aus Südwesten nach Deutschland. Gleichzeitig macht sich besonders im Norden ein Sturmtief bemerkbar. Der Süden profitiert weiterhin von einer ausgeprägten Hochdruckzone. In der Nacht fällt im Nordwesten vereinzelt etwas Regen, sonst ist es meist gering bewölkt. Morgen halten sich in Küstennähe dichtere Wolken, in den übrigen Gebieten ist es leicht bewölkt, im Süden und Westen auch sonnig. Am späten Nachmittag zieht von Nordwesten ein Wolkenband mit Regen herein. In Küstennähe und in den Mittelgebirgen starker bis stürmischer Südwind mit Sturmböen, an der Nordsee und im Harz auch schwere Sturmböen, sonst mäßiger bis frischer Wind. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 13 und 7 Grad. Morgen wird es meist 20 bis 25 Grad warm, nur im äußersten Norden etwas kühlere 18 Grad. Auch am Dienstag bleibt es im Süden freundlich und warm, über die Mitte spannt sich ein Wolkenband mit leichtem Regen, an der Nordsee lockert es auf. Am Mittwoch regnet es fast überall, zum Teil auch gewittrig, nur im Südosten bleibt es noch trocken. Am Donnerstag wird es im Westen wieder trockener, der Regen erreicht dann die Alpen.